Ja, mal im Ernst, der hat nicht mal Full HD, also das ist klar, wenn er schon so alt ist, aber der hat wirklich gar nichts. Der hat wirklich überhaupt gar nichts. Und der ist winzig. Schön 17 Zoll. Kannst du eine Menge mit machen. Zwar die Hoch vergessen, aber ist jetzt egal. Jetzt kein Bock an das Sohlen. Dann haben wir echt 2 Stunden damit verbracht, einfach mal hier blödes Zeug anzubauen und abzubauen. Und nichts wirklich Gutes gebaut, außer ein Bett. Würde ich mal sagen, wir müssen gleich mal was Spannendes machen. Irgendwas wirklich Spannendes. Ist da was? Ich rüste mich aus und gehe auf die Suche nach einem NPC-Dorf. Müssen wir bloß gucken. Wir haben jetzt ein paar Seiten ausprobiert. Nach hinten da, nach da, die Richtung. Da hat halt der Mod irgendwo eingesetzt. Jetzt müssen wir halt in eine Richtung gehen, wo wir noch nicht lang gegangen sind. Wo dann auch der normale Minecraft World Generator halt ja, die Welten generiert. Da müsste ich erstmal alles ablegen. Ich habe gerade irgendwie so einen kleinen Frame Drop, habe ich das Gefühl. Naja. Gut, die Sachen können wir hier, glaube ich, nicht ablegen. Wir müssen sowieso mal rüber. Weil da kann man es dann schön ausrüsten. Hier machen wir ein bisschen Stroh und ein bisschen anderes Essen. Vielleicht kriegt noch ein Braten und dann gehen wir echt mal los. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir auch einfach ein Bett mit. Dass wir unterwegs auch mal die Nacht skippen können. Ich glaube, das wäre mal gar nicht mal so schlecht. Dann hole ich mir gleich hier noch ein bisschen. Ach, Wolle haben wir ja noch da. Gut, gut. Gut, dann legen wir ein paar Sachen ab. Wir haben nicht vor, was abzubauen, so in Bezug auf Eisen oder so ein Zeug. Wir gehen einfach nur Erkundungstour. Von da können wir das Eisen auch ablegen. Alles unnützes Zeug weg. Alles. Grünzeug kommt weg. Knochen kommen hier erstmal rein. Wie machen wir das am besten? Leder, machen wir einfach mal das hier, was wir jetzt wirklich brauchen. Das ist ja für uns das nützlich in dem Fall. Packen wir hier rein. Kompass nehmen wir. Eigentlich brauchen wir gar keinen Kompass mehr. Mit der Minimap. Die Leitern und das Zeug. Eisen kommt erstmal hier rein. Achso, das Buch kommt hier natürlich noch rein. Waffen und Zeug. Schaufeln. Lass mal einfach so. Haben wir von dem mal so ein bisschen was. Holz, so, da kommt jetzt die Leiter rein, die brauchen wir auch nicht. Oh, Potatoes sind eigentlich auch nicht so cool. Lassen wir einmal hier. Brot haben wir genug. Vielleicht das Glas mal ablegen. Haben wir schon eine Glaskiste? Glas da oben, ah, siehst du. Dann kommt das natürlich hier rein. Da ist gar schon was drin. Das kommt da rein. Stein. Jetzt bauen wir mal schnell hier ein Bett. So, können wir mal unterwegs ein bisschen schlafen, dass ich mal ein bisschen mit hier was. Dass wir ein kleines Haus bauen können. Oder was auch immer, einfach nur so einzäunen, dass wir halt nicht sterben. Ja, genau, Fackeln wären nicht so verkehrt. Ein bisschen sollte man vielleicht ein bisschen mitnehmen. Muss nicht viel sein, müssen wir bloß hier so gucken. Holz, 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 Holz. So. Das kommt wieder weg. Ne, hier Fackeln. Was war ich denn da für eine Scheiße. Gut, Fackeln kommen, machen wir hier. Hierhin. Das Schwert kommt hier auf erster Stelle, dann nehmen wir das Essen. Machen wir noch ein bisschen mehr Brot daraus. Gut, gut, gut. So. 24 soll auf jeden Fall reichen, da sollten wir echt weit mitkommen. Das war jetzt nicht ironisch gemeint, das war wirklich ernst gemeint. Wolle, 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 Wolle. Ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Nee, Quatsch, ich habe eine Wollekiste hier vorne. Na einmal. Puh, warum nicht, ne? Gut. Vielleicht sollten wir mal ein Boot mitnehmen. Wie wär's denn da mal damit? Ein bisschen übers Wasser fahren. Ein bisschen was erzählen dazu. Vielleicht machen wir gleich mal ein paar mehr Boote, weil die crashen auch mal gerne und dann sind alle weg. Kann man jetzt eigentlich stacken? Nee, aber 4 Boote sollte erstmal reichen, glaube ich. Gut, dann brechen wir mal auf. Ich
weiß, dass da rechts Wasser ist. Da waren wir ja schon mal ein bisschen Sand abbauen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein Ozean ist. Weil da müssen wir echt ein Stück fahren. Oder ob das einfach mal ein kleiner See oder so ist. Ich muss mal gucken. Oh, ein Haufen Schweine hier. Müssen wir uns vielleicht mal merken, dass wir hier mal ein bisschen Schweine sammeln können. Schweine einnehmen. Okay, es lag natürlich ein kleines bisschen, weil die neuen Chunks geladen werden. Boop. Okay, scheint echt ein großer Ozean zu sein. Ja, sieht echt so aus. Dann gehen wir einfach gleich hier mal ins Wasser, würde ich mal sagen. Und segeln davon. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile schon Boote aus Eisen machen kann oder ob es ein Mod war. Ich habe irgendwas da mal gelesen. So, jetzt können wir mal mit der Karte gucken hier. Da sieht man auch mal schön NPC-Dörfer dann halt drauf auf der Karte. Da muss man nicht immer... Ups. Da muss man halt nicht immer extra hinfahren, sondern sieht es hier schon. Aber das laggt jetzt aber auch. 9 Frames per Second. Memory used. 18%, so hoch war ich noch nie. Ja, das ist echt krass, wenn ich jetzt ohne Fraps spielen würde. Ich glaube nicht, wie flüssig das laufen würde. Guck mal, was ist das denn für eine Insel? Und die Minimap packt gerade richtig ab, würde ich mal sagen. Das sieht irgendwie voll verrückt aus. Wir sollten vielleicht mal kurz hier warten, die Minimap mal hier ein bisschen klarkommen lassen. Ich hoffe, die beruhigt sich auch irgendwie mal. Oder ob es jetzt ewig so bleibt hier. Ist natürlich auch hübsch. Ich würde schon mal auf so einer kleinen Insel machen, so ein Let's Play starten, so ein Survival. Wo du nur begrenzt Rohstoffe hast. Okay, das sieht jetzt ein bisschen größer aus. Ich glaube, das ist mehr als nur eine Insel. Ach man, was ist denn das da? Warte mal kurz. Ich muss auch kurz das probieren. Vielleicht können wir hier was umstellen in den Optionen. Nee. Texture. Ah nee, Quatsch, das ist auch Schwachsinn. Ist auch unnötige Option. Naja, gut. Nee, wo war denn das? Texture Map Shape. Nee, auch nicht. Filtering. Hey, warum beruhigt die sich hier nicht? Das ist doch blöd. Preload Chunks. Na gut, also die auf die Karte kann man jetzt nicht mehr vertrauen. Die ist jetzt irgendwie voll am Rumspacken. Hier ist eine Wüste. In den Wüsten gibt es auch NPC-Dörfer und das nicht zu selten. Dann gehen wir einfach mal gucken. Auf die Karte kann man uns also nicht mehr vertrauen. Die ist jetzt natürlich... Hat sich das natürlich erledigt. Was ist hier? Vielleicht haben wir auch so eine Pyramide oder sowas. Die gibt es ja auch. Die haben dann auch Fallen, beziehungsweise eine Druckplatte mit TNT. Okay. Das ist, die Map geht wieder. Oh, was ist... Das sieht interessant aus von oben. Was haben wir hier? Steinhaufen. Das scheint gar nicht mehr so klein zu sein. Ist auch mal interessant. Hier ist so ein bisschen... So halt viel Wüste und dann so eine kleine Oase da hinten. Das reizt mich auch schon mal hier zu bauen. Oh, da ist ein schwarzes Loch. Was soll das schwarze Loch bedeuten? Hab ich noch nie gesehen auf dem Minimap, dass ein schwarzes Loch ist. Ach, ist weg. Okay, das wurde einfach nicht geladen. Ah, okay. Das erklärt sich natürlich. Ja, durch den Wald, da müssen wir jetzt nicht gucken. Da ist nämlich kein NPC-Dorf, normalerweise. Es gibt einen Mod, der packt auch den NPC-Dörfer auch in andere Biome rein. In den Dschungel zum Beispiel. Wird schwer dunkel. Draußen schlafen ist, glaube ich, nicht so gut.
Da ist Schneelandschaft, da sind auch keine NPC-Dörfer. Boah, nee, durch Schneelandschaft möchte ich jetzt eigentlich nicht laufen. Mal gucken, was sagt die Sonne. Die Sonne sagt nichts. Sie ist schon weg. Fort uns gegangen. Fort uns gegangen, ja. Mann, ey. Können wir schon. Oh. Okay, also wenn wir Hühner brauchen, wissen wir auf jeden Fall, wo wir hingehen müssen. Diese Frage hat sich schon mal erledigt. So gut, jetzt machen wir jetzt mal schnell hier ein. Ups. So eine kleine Überlebenshöhle. Erdloch. Packen wir nämlich hier eine Fackel rein, damit wir ein bisschen heller haben. Dann kommt das Bett hier rein. Und dann schlafen wir. Und hoffen, dass wir hier nicht sterben. Hat wunderbar geklappt. So, kann man alles hier abbauen. Das Loch bleibt. So. Und dann geht's schon weiter. Weil cheaten möchte ich nicht. Ne? So einfach mal Set Time oder so. Scheiß. Scheiß. Nee, nee, nee. Wir spielen so, wie es gespielt werden will. Ach, da ist wieder Schnee. Puh, das scheint einem. Die Schneelandschaften sind immer so riesig. Mittlerweile kennt er mich ja, dass ich ständig in Schneelandschaften auch spawne. Wenn ich eine neue Map starte. Ja. Och, gibt's da gar nicht. Wären wir mal hier auf dem Ozean geblieben. Das ist aber kein Schneewald, das sind Plains. Das wird mir als Plains angezeigt, aber ist. Ich habe noch nie Schneeplains gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Doch, der Schneelandschaft ist immer so ein Wald. Hm. Boah, die Hühner hier. Ich hab. Also. Guckt euch das mal an. Da hinten sind vier Stück, ja. Hier ist eine. Eine Huhn. Da hinten sind. Also. Entenhausen, würde ich mal sagen. Gut, dass wir jetzt hier gerade die Karte weggemacht haben, sind wir hier reingerannt. Und dann wäre unser Chip schon vorbei gewesen und ich hätte mich geärgert, weil ich 42 Level verloren habe. Hätte. Hab, hätte. Und dann müssten dann die Schneeplänze dann eigentlich auch ein NPC-Dörfer sein, theoretisch, oder? Hier in schöner Fluss hätten wir auch schön langfahren können mit dem Boot, aber der ist natürlich eingefroren jetzt. Das sind so viele Hühner. Das ist schon hier ein Large Biome eigentlich. Auf Eis kann man natürlich ein bisschen schneller voran. Weiter rauszoomen können wir ja nicht auf der Karte. Das könnten wir auch mal ein bisschen nach rechts und links gucken, ob da vielleicht irgendwie ein NPC-Dorf ist. Weil die haben auch oftmals. Wir hätten natürlich auch Emeralds mitnehmen können zum Handeln. Da habe ich ja nie nachgedacht. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt überhaupt ein NPC-Dorf hier machen. Suchen. Wenn wir nicht mehr Emeralds zum Traden haben. Jetzt oben rein. Ich will mal in, das, in die Höhle reingucken. Die sah irgendwie cool aus. Als wenn die immer so durchgehen würde. Hm. Kommen wir noch irgendwie anders hoch? Will es nicht kaputt machen hier. Naja, gut. Ja, geht immer so durch. So ein Unterschlupf. Wupp, wupp, wupp. Ah. Natürlich cool, das ist eine riesen Schneelandschaft und aber nicht nur Wald, das ist ja alles. Plains, Berge. Jetzt nicht wirklich High Hills, aber. Na komm jetzt. Ah, da sind Kühe, die können wir natürlich auch killen. Wir können auch die ganzen Hühner hier killen. Dann haben wir nicht ein paar Eier und können dann uns leichter eine Eiermaschine anlegen. Wir müssen die Hühner nicht erst einmal zu uns locken, weil die laufen wirklich sehr, sehr langsam. Das Haus ist einen Kilometer weit weg. Gut, die Kühe killen wir jetzt noch. Ach, ich bin schon böse. Tut mir leid, aber wir brauchen auf jeden Fall das ganze Leder. Komm jetzt her. Mit Kunstleder kann man leider keine Bücher machen. Also wenn ihr Hühner suchen wollt,
wenn ihr wissen wollt, wo die sind alle hier im in den Schneeregionen. Wieso kenne ich die überhaupt? Die droppen mir ja nur Eier, wenn die halt Eier legen und nicht einfach so. Ach nee. Mann, nee, Mann. Es wird nicht mehr dunkel, oder? Nee. Das ist ein Sumpf. Da gehen wir mal eine Hexe suchen. Weil die haben auch mal nützliche Sachen bei sich. Und ich habe auch noch nie dieses Hexenhaus gesehen. Diese sollen ja in so einem Lehmhütten wohnen. Selbst im Creative bin ich mal ein bisschen rumgeflogen, hab mal so ein paar. Ich sehe was. Da ist echt so ein. Da ist ein brauner Punkt. Das sieht aus wie so ein Haus. Jetzt mal ohne Spaß, da ist ein Haus. Da ist echt ein Hexenhaus. Oh mein Gott. Okay, die kann uns vergiften. Die soll uns also nicht treffen. Wenn es geht. Ist jemand zu Hause? Hallo? Oder sind die bis nachts zu Hause? Den Topf nehmen wir natürlich mit. Den müssen wir schnell ausrauben hier, bevor die wiederkommt. Ich dachte, die hat wenigstens eine Kiste oder so. Oder wir warten hier echt, bis es... Oh, erschrocken wegen dem Lied, ey. Bis es Nacht wird und dann schnappen wir uns die Hexe. Was wir natürlich mitnehmen können, ist jetzt hier dieser. Wie ist das Ding nochmal? Cauldron. Fällt das deutsche Wort schon wenig ein, ey. Ja, ich denke mal, das ist das Hexenhaus, ne? Irgendwo habe ich halt gelesen, dass sie halt nur nachts mal dann hier sind. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Oder wir rennen halt weiter. Aber das erste Mal, dass ich was finde, ich möchte jetzt schon gerne mal die Hexe killen. Was können wir denn so lange machen? Ein bisschen Schweine. Ja, schlachten wir ein paar Schweine. Schweine. Die XP können wir gebrauchen und die Fleischstücke sowieso. Ein bisschen Zuckerrohr. Ein paar Pilze brauchen wir nicht wirklich, aber Zuckerrohr ist ganz gut. Ich hab jetzt echt Bock, die Hexe zu killen. Weil die sollen ganz gute Sachen droppen. Aber ich habe eigentlich gehört, dass die denn auch im Haus halt eine Kiste haben soll. Mit nützlichen Sachen. Die habe ich nicht gesehen. Das war ja bloß eine Werkbank und dieser Cauldron. Dieser, Oh, fällt der Name nicht ein, wie es auf Deutsch heißt. Das ist doch zum Heulen. Naja. Also warten wir hier einfach mal, würde ich mal sagen, so im Umkreis. Ich möchte jetzt auch nicht zu lange, zu weit weg sein und wenn es dann dunkel ist, dann erstmal mich durch die ganzen Horden durchkämpfen, sondern möchte dann eigentlich schon gerne hier bleiben. Krass. Da sage ich echt, ich möchte mal ein Hexenhaus finden, dann finden wir gleich eins. Mann, Mann, Mann. Vielleicht droppen die ein paar Eier hier. Lass mal die Hühner mal am Leben. Ups, die Schweine dafür nicht. Upp, upp. Oh, der hat 3 gedroppt. Das war gleich tot mit einem Schlag. Hätte ich auch das Schwert verzaubern können, so ein bisschen. Vielleicht nur ein bisschen, so welche 5 Ränge. Reicht ja schon. So, habt ihr ein paar Eier gedroppt hier? Nee, ne? Ey, hier sieht man noch keine Sonne. Ah, doch, da. Warte mal, ist da Westen? Ja, da geht es dann unter. Das dauert noch ein bisschen. Rennen wir nochmal schnell hier ein bisschen rum. Na komm schon. Was haltet ihr eigentlich von der YouTube-Partnerschaft? Oder ab wann findet ihr eine YouTube-Partnerschaft, als, ja, nützlich oder als lohnend. Also ich meine, wenn man jetzt, mittlerweile kann man ja wirklich schon mit 100 Abonnenten YouTube-Partner werden und damit auch theoretisch Geld verdienen, aber mit 100 Abonnenten, ich meine,
da gucken sich auch viele Videos nicht an und du verdienst bloß durch die Klicks und durch die Werbung halt da und mit 100 Abonnenten kriegst du halt nicht viele Klicks, kriegst du dann vielleicht im Monat 1-2 Cent zusammen.